Und es gibt einen ganz, ganz tollen Tontechniker in Berlin. Und ich mag den Typen einfach, ne? Jackie Lehmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ne? Ja, den kennt jeder. Und wir laufen uns immer und immer wieder im Leben über den Weg. Ja. Egal, wo ich irgendwo bin. Er saß schon im Hotel morgens neben mir und ich guck's drüber. Ich sag, nein. Und er saß da irgendwie völlig. Ja, so, weißt du, und ich. Der ist ja immer herzhaft und süß. Der, ne? der ist cool. Das ist ein ganz, ganz cooler Typ. Der hat immer leckere Brötchen und dann ist ein Pfannkuchen. Also, er hat immer. Achso, ich dachte, er ist herzhaft und süß von der Art. Nein. Das weißt du vielleicht besser. Nein, weiß ich auch nicht. Nein, aber er ist cool und er ist fachlich auch sehr. Er ist ein sehr guter Mann. Und wir haben uns letztens auf einem Festival getroffen und haben uns über diese ganze Geschichte so unterhalten. Mhm. Und er sagt, weißt du, mit seinem coolen Berliner Slang. Mir fällt auch nicht alles, was du da erzählst. Aber es ist halt deine Meinung, weißt du? Ja. So, und ich denke ja, genau. Und andersrum ist genauso, weißt du? Ja. Ich lache mich ja auch über viele kaputt. Da postet einer was und ich denke, ja, okay. Ja. Wenn du glaubst, mach es doch. Ne? Ja. So, aber ich mag die Leute trotzdem. Und es gibt Leute, ganz wenige Leute, die ich nicht mag. Nicht als Person, sondern weil sie Sachen gemacht haben, die ich für höchst verwerflich halte und die ich nicht gut finde. Ich bin aber nicht nachtragend. Also ich würde jedem die Hand reichen. Jedem. Ja. Auch die Leute, die mich über den Tisch gezogen haben. Ja. Ich wurde sehr oft über den Tisch gezogen. Ich weiß. So, ja. So, aber ich reiche die Hand und sage, okay, das war eine blöde Zeit und vielleicht hat er es ja wirklich gut gemeint und das würde meine Frau nie verzeihen. Ja, ich würde dir, wenn du der ans Bein pisst, dann ist vorbei. Ja. So, bei mir kommt das irgendwann mal ein trottliges Ich. Deswegen bin ich ja nie erfolgreich geworden. Mhm. Ja, weil ich nicht einsehe, dass ich mich die ganze Zeit verkaufe. Du wirst nicht irgendwo sehen, außer unsere Spaßvideos, die wir, vielleicht verlinken wir das dann nachher mal, unser erstes Video, das wir gemacht haben. Das war genial. Und auch da haben es Leute nicht verstanden. Ironie, die haben und, die. Und es war nicht abgesprochen, der war von dir gefunden. Keine Probe, nix. Aber ich liebe sowas ne? Ich mag ja diese Wortspiele und. Sag mal Specknacken, oder? Ja, genau. Ja, das war wirklich geil. Ja, wirklich ist das wenigstens eine Cartier? Ja, genau. So, weißt du, und da verstehen Leute schon Ironie nicht. Und diese Richtung, in die das geht, ist halt einfach total kompliziert, weil sie dich nicht verstehen wollen. Ne? Also wir machen diese Videos und du denkst, Leute, das ist ein Spaß. Und ich habe ihn nie verkaufen wollen, weißt du? Ja. In diesen Videos aber ich bin noch nie zu einem hingegangen. Bin ich zu dir hingegangen und ich bin der Größte? Können wir jetzt mal ein Trick machen? Nein, aber weißt du, habe ich das gesagt? Nein. Weißt du, weil ich das auch nicht bin. Später, als ich mehrere Contests gewonnen habe, ne, dann hat mein Management gesagt, das müssen wir nutzen. Ich meine, das ist dumm. Aber das hat uns die Türen aufgemacht. Auf einmal gab es Konzerte. Das war gut. Aber weißt du, wie viel ich angesprochen wurde oder angeschrieben wurde von anderen Musikern? Wer entscheidet eigentlich, dass du der Beste sein sollst? Ja. Ich sag gar keiner. Und das bin ich auch nicht. Ja. Ich bin nicht. Es gibt keinen Besten, weißt du? Und wenn du bei YouTube reinguckst, wie viele Freaks da drin sind, und denkst du, alter Schwede. Aber ich habe immer was Besonderes gemacht. Ich wollte immer meinen eigenen Stil machen. Das war mir wichtig. Ja. Ne? Ich wollte nicht nacheifern. Und klar habe ich meine Idole und man hört das ein bisschen raus, aber ich habe immer meine eigene Musik gemacht. Ich wollte nichts nachaffen. Ne? Weil die meisten davon haben keinen eigenen Stil. Ja. Die machen alles nur nach, was sie im Internet sehen, weißt du? Ja. Und das war einfach nicht meins. Und ich wollte es nicht. Ich bin nicht zur Veranstaltung gegangen und habe gesagt, Alter, du kriegst das Geilste, was du hier kriegen kannst. Ja. Nein, das habe ich nie gemacht. Und das will ich bis heute nicht machen. Mhm. Ich wollte eigentlich immer entdeckt werden. Ich wollte, dass die Veranstalter zu mir kommen. Ja. Das hat auch geklappt in den letzten Jahren. Kam auch immer mehr zu mir. Mhm. Aber dann kam Corona, Veranstalter sind weg. Mein geliebtes altes JVD. Auch wenn es ein kleiner Muffschuppen war. Ja, aber es gehörte irgendwie dazu einmal im Jahr. Wieder ein Stück Kultur weg. Weg, alles. Ne? Alle Dinger sind weg. Ne? Was kommt jetzt noch weg? Nicht Selford, sondern Rickenbackers. Rickenbackers ist schon weg. Ist schon weg, okay. Quasimodo wird auch eingestampft, mehr oder weniger. Alles. Das waren diese Läden. Ja, aber was würdest du denn jetzt einen jungen Berliner Musiker oder überhaupt einen jungen Musiker jetzt empfehlen, wie er seine Karriere vorne anbringen kann? Oder ist ja schon fast unmöglich heutzutage, oder? Ich meine, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Lass die Finger davon. Ja. Ich würde es nicht nochmal machen. Mhm. Ich würde es nicht nochmal so machen. Weil diese ganze Möglichkeit, Mike, ich kann dir sagen, ich bin ja noch so ein bisschen oldschool im Studio. Ne? Ja. Und da gibt es junge Freaks, die setzen sich an diesen Rechner und basteln dir da was ohne musikalische Kenntnisse. Und du denkst dann, okay, so, weißt du, ich schneide alles per Hand. Ich habe von Computern ja keine Ahnung, sondern alles, was ich produziere, ist per Hand gemacht. Und dann kommt einer an und sagt, das macht das Ding doch automatisch. Ja. Guck mal. Und ich,
Vielleicht wird auch bald die künstliche Intelligenz. Ist schon. Die aktuell bei Spotify die erfolgreichsten Künstler sind Computer. Also ist echt. Ja, cool. Also das ist Software, die machen das. Die können ja mittlerweile auch malen und sowas alles, ja. Nein, die KI ist für ganze Zeit fortgeschritten. Es gibt in Asien, ich glaube in Korea, die ersten Bands, die es gar nicht gibt. Die werden mit Hologramm, mit Lasern auf die Bühne gemalt und die gibt es aber also, nicht. So wie ABBA, oder? Die haben doch ja, schon ja, ähnlichen Schritt. Oder Freddie Mercury damals, den irgendwie mit modernster Technik, ja. Nein, das ist alles weg. Und wenn es Musiker da draußen gibt, macht das für euch da draußen, wirklich. Das ist das Wichtige. Macht gute Musik und trainiert, so, wirklich, sucht euch Unterricht, macht und tut. Das andere bringt euch nichts. Das bringt euch überhaupt nichts. Dieses, ich will jetzt Karriere machen. Das Interessante ist, dass die Leute, die jetzt gerade aktuell erfolgreich kurzfristig sind, sind nur die, die den ganzen Tag Content posten. Die vermarkten sich den ganzen Tag. Das Können, was wir wirklich haben, ist nur 10%. Mhm. Bei mir war es immer andersrum. Ich war immer der musikalisch alles wollte und das auch genau so wollte, wie es geworden ist. Und ich wollte aber keine Investition in dieses Klinkenputzen investieren. Ja. Das wollte ich nicht. Ja, das fand ich eklig. Also ich komme ja immer wieder zum selben Ergebnis, wie bei vielen Musikern, dass ich sage, ihr hättet in den 70er, 80er Jahren auf den Markt kommen sollen, denn war die Zeit wahrscheinlich wirklich besser. Aber, auch wenn ich jetzt ins Wort falle, natürlich, 70er waren, glaube ich, noch cool. Ab den 80er, 90ern hat man mitbekommen, dass Musiker zu viel Macht besitzen. Mhm. Rat mal, warum John Lennon verschwunden ist. Weiß ich nicht, aber... Weißt du, das ist kein Grund. Das ist nicht irgendein verrückter Fan, der sagt, ich muss jetzt mein Idol erschießen. Mhm. Niemand erschießt einfach sein Idol. Weißt du, das macht man nicht. Ja. Also auch wenn man eine Birne hat, so blöd ist niemand. Sondern es wird unbequem. Mhm. Musiker haben große Macht. Und man sagt nicht umsonst im Business, wenn du groß werden willst, musst du den Vertrag mit dem Teufel. Crossroads. Und viele machen das ja und fallen fürchterlich auf die Schnauze. Aber ja, was passiert mit diesen Leuten? Alkoholabhängig, drogenabhängig, völlig allein. Ja. Ja? Ich kenne diese Zeiten, wo man einfach einsam ist, weißt du, wo man alleine sitzt und denkt, egal wen du hast, die verstehen dich gar nicht, weil du ja ganz anders tickst als die anderen, weißt du? Als Künstler bist du anders. Ich bin Gott sei Dank ein Hybrid, weißt du? Das sagt meine Frau auch immer zu mir. Es ist krass bei dir, du bist manchmal völlig Künstler und im nächsten Moment könntest du auch Treckerfahrer irgendwo sein auf dem Dorf, auf dem Bauernhof, weißt du? Weil ich liebe das, auch die Natur und dieses Handwerkliche. Ich mag ja alles auch selber gerne machen und was erschaffen. So, und ich merke bei Faust zum Beispiel, da haben wir ganz viele reine Künstler dabei. Also du meinst auch die Schauspieler. Ja, klar. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass du wie beim Handwerker irgendwie hingehst und sagst, pass mal auf, Mike, du. Die letzten drei Steine, das hast du doch nicht so dolle gemacht. Da geh mal ran, dann machen wir nochmal. Okay, Meister. Sondern bei Künstlern ist es irgendwie so, also das hast du ja, eigentlich war das ja sehr, sehr gut, was du heute gemacht hast. Vielleicht könnte man das, verstehe es jetzt nicht falsch, noch ein bisschen minimal modifizieren, indem du, aber auch nur, wenn du wirklich möchtest. Weil wenn du was Falsches sagst, Künstler drehen ja gleich eine Knöpfe, ne? Die sind dir gleich sofort weg und dann denkst du dir, okay, das kannst du jetzt so nicht bringen. Ja, und das ist anstrengend. Das kriegt man selber nicht mit. Ja, weil wenn meine Frau mit dabei ist, ja, die hat früher ja, als wir die Kinder noch nicht hatten, war sie bei jedem Konzert dabei, was ich immer super schön fand. Ja, weißt du, weil das ist ein Stück von Heimat. Ja, natürlich. Einfach dabei. Ne? Nicht diese komischen... Ist der doch eng verwurzelt. Also, ja, eben. Da freut man und das ist schön. Und dann hinterher sagt sie, oh Gott, manchmal eure Diskussionen. Sie hat sich einmal, das war wirklich... Witzig, sie hat ein Telefonat mitbekommen, musste ich was klären. Und da kam sie zu mir und sagte, ich muss mich echt bei dir entschuldigen. Ja. Ich sagte, warum? Ich wusste nicht, was du um die Ohren hast. Das ist ja wie ein Kindergarten, was du da zu leiden hast manchmal. Der kann, hat sich mit denen irgendwie, bei den Flicken, ja, siehst du, jetzt wird schon abgeholt. Der hat sich mit denen bei den Flicken und weißt du, ich bin immer der Vermittler jahrelang gewesen, weißt du? Und sie hat gesagt, das hat sie völlig überschätzt. Wie viel dahinter steckt, weißt du, was du da alles machen musst. Das ist ja nicht einfach nur, ich packe meine Gitarre in den Koffer, einen Verstärker rein ins Auto und fahre irgendwo hin, sondern diese ganze Vorbereitung und dann irgendwie, nein, wir können nicht spielen, weil der und der, die haben sich jetzt verstritten und du denkst, oh Gott.
Furchtbar, oder? Ja, das ist wahnsinnig. Und dann gibt es das meistens so eine belanglosen Sachen. Ja. Und das nimmt dir deine Energie so. Ich kenne einen Musiker, ja, der spielt bei einer ganz angesagten Band als Gastmusiker. Ja. Und der hat mir gesagt, dass das Beste ist, was ihm jemals passiert ist, weil ja. Er kommt hin, ja. Er kriegt sein Geld, spielt ja. 2 Stunden ja. Und haut wieder ab. Er muss wieder aufbauen, er muss sich um nichts kümmern. Glücklicher Umstand für den Musiker. Aber der Musiker wollte nicht von Anfang an eine Bruderschaft haben. Mhm. So wie Bryan Adams. Weiß nicht, ob du das weißt, aber Bryan Adams, die Band von Bryan Adams ist die Schülerband. Nee, unausgewechselt bis heute. Ach. Ja. Und wenn du die mal live gesehen hast, hast du in Bryan Adams live gesehen? Schon lange her. In der Waldbühne. Damals. Es geht nichts Besseres. Ja, das ist ja auch Punkt. Ja, ich finde ihn auch gut. Ich glaube, wenn einer vom Hocker fallen würde, würden alle 5 gleichzeitig, diesen abgesprochen. Ja. Das ist jede Note perfekt. Und das war immer mein Ziel. Ich wollte mit meiner ersten Band zusammen, wir wollten eine Einheit sein, weißt du? Jetzt kommen wir wieder auf das erste Thema zurück. Ja. Das schaffst du irgendwann nicht mehr. Vor allem, wenn es professioneller wird und du merkst, scheiße, der eine kommt nicht hinterher, der hält uns auf. Und du denkst so, kacke, was machen wir jetzt? Eigentlich ein Freund, aber musikalisch kannst du den nicht mehr halten. Ich musste einige Leute entfernen aus der Band, weil die einfach nicht mehr mithalten konnten. Keine Zeit, kein Talent. Es gibt ja so eine Sachen. Und du denkst so, scheiße, du musst den rausschmeißen. Das tut weh. Ja. Ja. Und nicht nur dem, der angepisst ist, sondern auch dir, logischerweise. Ne? So, und dann nimmst du jemanden und sagst, Alter, ich kenne jemanden, der ist mega. Da kommt er in die Band und denkst so, der spielt alle rund. Und so, wow, ist das geil. Aber du merkst gleich, eigentlich hat er darauf keinen Bock. Der hat aber keine andere Band gefunden. Und der merkt, ich habe schon einen gewissen Fame. Mhm. Ne, das nutze ich. Und die Gagen sind auch nicht so schlecht, also mache ich mit. Ja. So, dann hast du eine gut funktionierende Truppe nach draußen. Ja. Aber innerlich ist es nicht mehr die Bruderschaft, die du mal hattest. Weißt du, dieses 4 oder 5 Recken gegen den Sonnenuntergang quasi entgegen. Ne? Also, schöne Geschichte, aber leider sieht die Realität aus. Nein, das ist ja alles gelogen. Die ganzen großen Bands, die funktionieren, das ist Business. Mhm. Ja, ich hab mal mit einem sehr bekannten deutschen Heavy-Metal-Sänger darüber gesprochen, mit seiner sehr bekannten Band. Und ich sag, hab so ein bisschen über seine Band so erzählt und er wusste viele Sachen gar nicht. Mhm. Wie die heißen, ja. Ja. Und ja, der wohnt irgendwo da und da in der Nähe, ja. Aber die haben miteinander nichts zu tun. Und ich denke dann so, das ist nicht meine Intention gewesen. Ja, nie. Ja, ja, ja. Sondern ich wollte jemanden haben, oder immer Leute haben, die, mit denen du telefonieren kannst, mit denen du dich treffen kannst. Wir hatten auch geile Zeiten. Auch Leo und ich waren viel zusammen im Hotelzimmer, unser Drummer, und haben die halbe Nacht gequatscht. Irgendwann so weit, dass ich gedacht habe, macht der jetzt noch einmal den Mund auf? Und er immer, Jimmy, nochmal. Ich denke, nein, ich will schlafen. Und das war aber toll. Tolle Gespräche. Ja, ja, ja. Das war eine ganz geile Zeit. Und deswegen war es jetzt der Moment, wo man diese schönen Zeiten irgendwann mal in der guten Erinnerung cutten muss, weißt du? Wir haben uns nicht verstritten. Es gibt keinen Streit in der Band. Gibt es einfach nicht. Es gab auch noch nie Streit in der Band. Es gab noch nie einen richtigen Streit. Und deswegen war jetzt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich fühle es gerade, in mir fühlt es sich nicht gut an, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte es irgendwann, dass das Publikum es wieder möchte, dass ich auf die Bühne komme. Und dann auch nicht mehr als Sänger. Ich habe, das viele wissen das ja nicht, aber ich habe eine Stimmbandkrankheit. Mhm. Meine Frau immer so, ein Quatsch, du denkst doch so gut. Ich sage, ja, einen Tag. Ja, ja. So, danach reibt sich bei mir, ich habe so eine Dellen auf den Stimmbändern, okay. Die reiben sich auf und werden dick. Und dann kann ich mehrere Tage gar nicht mehr singen. Heiser, da kommt nichts mehr raus. Und das ist ganz furchtbar für deinen Kopf. Mhm. Weil, weißt du, wenn du sonst was hast, als Schlagzeuger, dann ist Bein angeknackst, dann spielst du mit dem anderen Bein weiter, irgendwie rettest du dich. Du bist aber als Sänger völlig hilflos auf der Bühne. Der Druck. Und du weißt, da kommt jetzt diese hohe Note. Und du weißt, deine Stimme ist kaputt. Oh je. Das macht dich im Kopf wahnsinnig, wirklich. Ja, ja, ja. Du wachst schon morgens auf. Das hat Michael Kiske von Halloween, der hat das mal gesagt. Er sagt, er kennt so viele Sänger, die machen sich wahnsinnig schon morgens. Beim leichten Kratzen im Hals. Ja. Nee, das wird heute nichts. Oh Gott, und dann machen die sich richtig verrückt. Die werden wahnsinnig, weil also sie glauben... Heißt, du könntest ja nicht 10 Tage hintereinander auf den Nein. Es sei denn, ich würde halt so eine Roland Kaiser-Mucke machen. Ja, ja, die könnte ich 3 Tage durchsingen, weißt du? Ja. Aber ich war beim Stimmarzt und er sagte zu mir, ich will Ihnen auch gar nicht zu nahe treten, aber Sie reden schon viel zu laut und Sie singen viel, viel, viel zu laut. Sie müssten einfach leiser singen und nicht so hoch. Aha. Und ich denke dann,
dann brauche ich auch gar nicht mehr singen. Weißt du, es ist das ist ja das, was mich immer ausgemacht hat. Dieses auch ins Extreme gehen, in mein Extrem gehen. Ne? Und ich habe früher ja wirklich komplizierte Sachen gesungen. Ja. Die habe ich nicht mehr trainiert. Ich kann sowas auch nicht mehr abrufen. Man, es gibt so Tage, da geht es wieder, ne? Aber dann nicht lange. Also ich kann das einfach nicht machen. Ich kann diese 80er-Jahre-Sachen nicht mehr machen. Ja, die Leute immer, mach doch die ganzen geilen Bon Jovi-Nummern, die du früher gemacht hast. Ich sag, aber das ist halt Tagesform abhängig. Es gibt Sänger, die können das jeden Tag. Ja. So ein Jörn Lande, Michael Starr oder wie die alle heißen, die singen das jeden Tag. Weißt du, Glenn Hughes. Ja. Dem ist das egal. Der ist fast 70. Der geht auf die Bühne und singt, als wenn er 20 wäre. Der kann das. Ja. So, ich nicht. Und da muss ich sagen, okay, ich mache mich psychisch nicht kaputt deswegen. Mhm. Ich hatte schöne Konzerte, aber wenn ich gemerkt habe, auch gerade in der Schweiz war es immer so, 2 Konzerte nacheinander. Das erste Konzert war unwichtig, das war ein kleines. Und das Geile war, nächsten Tag, da war ich kaputt. Durch die Fahrerei, stundenlang angespannt. Da hängst du durch. Ne? Und das ist mega kompliziert, kann ich dir sagen. Aber wie sieht jetzt deine Zukunft noch aus? Ich möchte wieder Songs schreiben. Mhm. Ich werde auch Faust and Roll auf jeden Fall noch eine Zeit lang versuchen zu machen. Ich merke, auch da komme ich an meine Grenzen. Ne? Auch da wird auch ein Backup eingearbeitet. Ein guter Freund von mir, auch ein sehr guter Gitarrist, wird auch mein Backup werden. Ich werde auch nicht immer alles machen können, glaube ich. Das kommt auf meine Verfassung an. Momentan bin ich auch ehrlich, ich will auch nicht jammern, aber momentan geht es mir nicht so gut. Mhm. Ja, ich habe da einfach, ich merke, mein Körper ist runter. Ich brauche jetzt wirklich mal so Abstand und Ruhe. Radio, Melodic Radio hat mir viel geholfen, tolle neue Kontakte zu bekommen. Ne? Das ist eine schöne Sache. Da muss ich aber auch aufpassen. Es ist auch ein Druck. Ich muss jetzt den Druck loswerden. Ich muss jetzt wieder aufbauen. Und ich möchte selber wieder diese Liebe entwickeln, weißt du? Runterzugehen. Ich habe gerade gestern Abend, ganz spontan, habe ich einen Coversong aufgenommen. Ja. Eine neue Version habe ich umgebaut. Einfach, weil ich Lust hatte. Ich habe wochenlang jetzt überhaupt nichts mehr gemacht da unten im Studio. Gar nichts. Und gestern kam der Moment, es wird eine Jazz-Blues-Nummer. Mhm. Noch nie gemacht. Das erste Mal. Da bin ich gespannt. Also geil. Ich musste. Ja. Ich musste. Ich saß so auf meiner Hammond-Orgel, spielte und denkst so, nein, ich muss den Song machen. Mhm. Ganz witzig. Kommt demnächst. Ja, ich habe schon die ersten 3 Instrumente eingespielt. Cool. Aber ich hatte auf einmal den Bock zu. Es hat mir Spaß gemacht, weißt du, und das will ich wieder haben. Und hättest du auch Lust oder macht dir das auch Spaß, Freude, für andere Songs zu schreiben? Ja. Einzuspielen. Aber ich habe das jahrelang angeboten. Die Leute trauen sich nicht. Ich habe für andere gesungen. Ja, ich habe auch für andere mal ein Gitarrensolo beigesteuert. Das würde ich viel mehr machen, wenn jemand kommt. Die Leute denken immer, oh, das ist bestimmt sauteuer. Und das kommt immer drauf an. Mhm. Weißt du, wenn das kommerziell ist, ja, dann nehme ich ein bisschen was dafür. Ja, ja. Ich habe aber auch ganz oft, wenn ich einen Song höre und ich mag auch die Person, die das, also die Band, dann denke ich, ja komm, schick rüber, mache ich gerne für dich. Ja, ja. Ja? Ich unterstütze gerne andere. Ich mag das, wenn die sich auch darüber freuen, wenn sie so meine Handschrift bekommen. Kommen, ne? Das würde ich viel lieber auch öfter machen, einfach wenn jemand sagt, mach jenes. Aber es muss so von mir kommen, weißt du? Ich habe auch Sachen gesagt, du pass auf, das stimmt mir nicht. Ja. Der Song, da habe ich jetzt keine, da fällt mir nichts so ein, weißt du? So, und ich will das wieder haben, dass ich sage, ey komm, ich nehme jetzt meine 2 Gitarren, schmeiß mir ein Amp in den Kofferraum und fahre jetzt auf den Gig. Ich würde auch für eine andere Band grundsätzlich, wenn jetzt eine sagen wir mal, eine Band mit einem bestehenden Publikum, nicht ein Neuaufbau, sondern irgendwas, die sagen, wir würden gerne dich haben. Ne? Ich glaube, dein Stil passt hier gut rein. Ja. Nicht dieses, ich muss 100% das spielen, was der Vorgänger gemacht hat. Das ist nicht mein Ding, sondern sie, meinetwegen sollen sie mich holen wollen, würde ich gerne machen. Okay. Ich würde mega gerne bei Peter Maffay. Es ist jetzt nicht spaßig, aber ich mag diese Musik, vor allem auch diese verschiedenen geilen Leute in der Band. Ja. Das wäre was für mich. Ja. Ne? Also wenn wir Peter fragen würde und sagen, Benjamin, ich brauche noch einen Gitarristen wie dich in meiner Band, mein Freund, dann könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht eine Tour mit mir zusammen spielen könntest, nicht? Dann würde ich sagen, ja, bitte mal. Oder Udo Lindenberg. Nee, den meine ich. Nee? Nee. Okay. Also, Udo ist überhaupt nicht so mein... die Musik ist nicht so mein Ding, das ist auch so von Art her. Udo wie Grönemeyer auch nicht. Peter mag ich einfach. Bei mir geht es viel über Sympathie. Peter ist so für mich cool, ja, weil er dieses Lässige hat und er ist Perfektionist. Und Udo ist halt, nee, das ist nicht meins. Naja, ist okay. Nee, das wäre auch die einzige wirklich, wo Rammstein wäre mir auch
zu riskant. Alleine wegen des geheimnisvollen Raums. Ja. Da traue ich mich nicht rein. Oh, eine wahnsinnige Geschichte, ja. Na, mal sehen, wie der enden wird. Aber läuft ja auch gut, ne? Also, ja. Weißt du, es ist alles Medien. Natürlich. Ja, jetzt haben wir eine Stunde voll, sehe ich gerade. Ui. Das ging schnell, wa? Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich erstmal gerne was essen. Du hast ja was vorbereitet. Ja. Potpourri-Platte hatte ich bestellt, ne? Na, Tim Melzer, den habe ich gerade bestellt. Ach, der ist so. Draußen. Der sitzt mit Hensler zusammen. Die machen, aber den mag ich nicht, den möchte ich nicht. Den magst du nicht? Tim Melzer. Den mögen viele nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Ich hatte mal Mike Süßer. Hatte ich mal im Publikum. Mike Süßer? Ja, das ist auch einer von den Kochprofis. Da habe ich in Davos gespielt, in der Schweiz. Da saß der da. Und ich kann dir sagen, wir mussten lange warten. Wir sollten um 20 Uhr spielen. Und es hat sich leicht verschoben auf 2 Uhr. Ja. Wir saßen da gelangweilt rum und da kam er und hat gut Trinkgeld gegeben. Er fand's geil. Ja, wir haben Fotos zusammen gemacht, er hat wirklich so geklatscht. Ja. Naja. Nee, war gut. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, dass die Leute so ein bisschen was einfach wissen, wie es läuft. Es gibt ja noch 1000 andere Sachen, die man hätte besprechen können, aber es guckt sich, selbst eine Stunde wird schon knapp. Das wird schon ein bisschen viel, denke ich auch. Na gut, dann lass uns die Laufschuhe anziehen, denn wir wollen dann noch mal einen 10 Kilometer Lauf mal schnell. Ja, das ist übrigens eine Sache, die wollte ich dir ansprechen. Das ist eine Sache, die man unterschätzt. Das habe ich ja gerade mit einem anderen Musiker darüber gesprochen. Du machst jahrelang Musik und wenn du 3 Kinder zu Hause hast, 3 kleine Kinder und Familie und Haus, hast du sehr wenig Zeit für sportliche Aktivitäten. Ja. Und wenn du dann ein Konzert gibst und der erste Spruch hinterher ist, oh, du bist aber ganz schön zugelegt, wa? Denkst du dir, das hätte auch im dritten Satz lieber fallen können. Ja. Es ist einfach so. Ab einem gewissen Alter, du weißt es selber. Du warst ja früher auch durchtrainiert, du warst mal Trainer, ne? Ja. So, aber irgendwann geht es nicht mehr, weißt du, da musst du auch mal leben. Und weißt du, wenn dann das Publikum ankommt, das Erste, was sie dir sagen, ey, ganz schön fit geworden. Ja. Denkst du dir, ja, ich weiß. Aber nur mal als Tipp, es lohnt sich, wenn Jimmy mal so morgens 7:30 anzurufen, man hat eine Menge Spaß. Ja. Gut. Das war's. Okay. Ja. Schnitt.